Staplerfahren, Motorgeräusche. Herzlich willkommen im Logistikzentrum. Hier wird verladen, Lieferung kontrolliert und Beladepläne erstellt. Wir sind sozusagen im Herzen Schükos. Von hier aus wird die Ware in die ganze Welt versandt. Hi Sven! Na ihr beiden? Sag mal Sven, du machst deine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Was bedeutet das? Genau, das ist richtig. Als Fachkraft für Lagerlogistik lerne ich hier in meiner Ausbildung bei Schüko verschiedene Dinge, zum Beispiel das Kommissionieren, das Verladen auf die LKWs und das ganze kaufmännische Organisieren. Und ja, eigentlich möchte ich euch ja heute den Beruf des Fachlageristens vorstellen. Und der Fachlagerist hat eigentlich ein ganz ähnliches Ausbildungsbild wie die Fachkraft für Lagerlogistik. Und zwar lernt der Fachlagerist zum Beispiel bei Schüko auch, wie ich, macht er in der ersten Woche seinen Gabelstaplerführerschein und seinen Kranführerschein und durchläuft dann halt im Laufe seiner Ausbildung hier die verschiedenen Abteilungen. Sven, du meinst vorhin, dass ihr die Ware auch verladet. Fährst du dann auch den LKW? Nee, das macht mein Kollege, der Cem. Ja, dann suchen wir den Cem mal. Ja, klar. Hi, Cem. Hey, Cem. Also du hast einen LKW-Führerschein, oder? Genau, das ist richtig. Ich mache ja meine Ausbildung hier zum Berufskraftfahrer in Fachrichtung Güterverkehr. Ja, und den Führerschein habe ich hier während meiner Ausbildung gemacht. Können wir uns den LKW vielleicht mal anschauen? Ja, klar, kommt mit. Gut hier. Ja, das glaube ich. Sag mal, Cem, was findest du denn besonders spannend an deinem Beruf? Also mir gefällt besonders gut, dass man rumkommt, man sieht was von der Welt und ja, fahren macht einfach Spaß. Ach so, also du fährst den ganzen Tag nur rum? Nee, so ist natürlich nicht. Klar, wir fahren auch, aber wir steigen natürlich auch aus und müssen mal den Kunden entladen und pflegen die Fahrzeuge. Das heißt, wir säubern die von außen, von innen. Also es ist nicht nur fahren. Am Tag der Ausbildung könnt auch ihr den Blick aus dem LKW genießen. Außerdem erzählen euch Sven und Cem auch etwas zu ihrer abwechslungsreichen Ausbildung. Einen Helm braucht ihr am Tag der Ausbildung nicht. Interesse an der Ausbildung bei Schüko auf jeden Fall. Bis dann!